Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich das neue Unboxing von der Degusta-Box für dich. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Degusta-Box ist eine Foodbox, die erscheint monatlich, immer so zur Mitte des Monats soll das jetzt immer kommen. Und die kostet 15,99 € pro Monat, also auch pro Box. Und du hast jetzt 10 bis 15 Lebensmittelprodukte drin, die halt sowohl basic sind, als auch mal einfach was anderes. Und da man sich meiner Meinung nach in der Fülle der ganzen Angebote im Supermarkt immer wieder irgendwie auf die altbewährten Sachen zurückorientiert, ist es ganz cool, wenn man hier tatsächlich eine Box hat, die dann auch mal animiert, andere Dinge auszuprobieren, und das finde ich cool und ich bin super gespannt, was drin ist. Deswegen machen wir die jetzt einfach mal zusammen auf und schauen rein. Und da das eine Kooperationsbox ist, sprich die wird mir kostenfrei zum Vorstellen und zum Verkosten zur Verfügung gestellt, kann ich auch in diesem Video eine Box an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Jetzt habe ich hier das Klebeband geöffnet und die ist wirklich schwer diesen Monat. Das spricht entweder für viel schwere Produkte oder für Getränke, die da drin sind. Hier sehen wir dann immer, wie die Box von innen aussieht. Du hast hier so ein Butterbrotspapier, ein Klebi, der das Ganze zusammenhält. Und dann mache ich das Butterbrotspapier hier einmal auf. Oh, und da sehe ich direkt etwas richtig Geiles, was mich anspringt, Leute. Hier haben wir nämlich den ersten Blick in die Box und da sehen wir zum einen ein Produkt, wo ich gerade echt Bock drauf habe. Und den Flyer, wo drin steht, was drin ist, mit Informationen zu den Produkten. Die Preise sind aufgeführt. Du hast hier auch Rezepte, Rhabarber-Minzdrink mit Himbeereiswürfel. Geil. Dann auch so ein paar Produktinformationen zu Produkten, die sich in der Box befinden. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach mal rein. Also preis-leistungstechnisch macht es auf jeden Fall Sinn. Also es ist ein guter Deal für einen, weil die Produkte haben immer einen Wert höher als das, was du für die Box bezahlst. Und das finde ich ganz cool. Natürlich ist hier auch vielleicht mal was dabei, was man nicht so ultra gerne mag. Aber deswegen sagt die Box auch, die Degusta-Box sagt das genau. Man macht sie auf und sie redet mit einem. Das wäre ziemlich creepy. Aber vielleicht ist das die Zukunft. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall sollte man am besten diese Box abonnieren, wenn man halt auch irgendwie mit mehreren ist oder wenn man jemand ist, der wirklich alles mag, ne? Weil da sind unterschiedliche Sachen drin. So, mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Hier haben wir nämlich von Vasa Delicate Crackers mit Paprika und 40% weniger Fett. Und das finde ich super interessant, denn mein Freund und ich, wir versuchen tatsächlich aktuell auch Alternativen zu Chips und Schoki zu finden, weil das immer so unsere Klassiker sind, die wir halt vor dem Fernsehen snacken oder halt wenn wir abends auf der Couch liegen oder so. Und ja, hier hast du auch noch ein 2-für-1-Ticket in jeder Aktionsverpackung für den Moviepark drin. Das finde ich auch cool. Das ist hier hinten drauf gedruckt. Das ist für dieses Jahr gültig. Und wir haben jetzt ja auch so die Zeit, mit rund 200 verschiedenen Freizeitparkpartnern. Das heißt, du kannst auch in Tropical Island oder KD, das sagt mir nichts, willkommen an Bord, kenne ich nicht. Aber Moviepark kenne ich, da war ich schon mal. Und Tropical Island bin ich schon mal vorbeigefahren. Genau. Dann machen wir doch hier einmal die Tüte auf, denn ich werde natürlich die Produkte hier auch probieren. Ach, die hatte ich aber, glaube ich, schon mal, ne? Sehen sehr interessant aus. Ich denke, sowas ist auch etwas sättigender zum Beispiel als Chips, oder? Ist wohl lecker, aber sehr trocken. Und die Paprika ist nur ganz leicht mit drin, also Nee, ich denke nicht, dass das unsere klassische Chips-Tüte ersetzen wird, aber der Paprika, die leichte Schärfe, kommt jetzt gerade im Nachgang im Rachen noch raus. Das ist lecker. Als nächstes haben wir sowas Geiles drin, das wollte ich mir immer schon mal holen, aber ich habe mich nie getraut. Nutella Be Ready von Ferrero, das sind diese hier. Da stand ich schon so oft vor und ich habe sie nie mitgenommen, weil das auch nicht günstig ist, ne? Und Nutella habe ich halt immer hier, beziehungsweise mittlerweile ja die günstige Variante von Rossmann oder DM. Und da hast du solche Dinger drin, das probieren wir doch mal. Okay, es sieht nicht so ansprechend wie auf dem Werbebild aus, oder? Naja. Aber gut, wir probieren es mal. Mega. Definitiv keine gesündere Alternative zu Chips und Schoki, aber mega lecker. Boah, krass. Das atme ich dir so weg, das ist so lecker.
Mhm, das ist wirklich richtig lecker. Ich weiß gar nicht, woran mich das erinnert. Auch so ein bisschen an Hanuta, ne? Mhm. Dann haben wir einen Flyer. Mega. Und diesen Herbst gibt es eine frische Überraschung. Und zwar die Degusta-Box Cold. Mhm. Nur für kurze Zeit. Unsere treuen Kunden können sich diese Box zum Sonderpreis unter www.degustabox.com/de/coldbox mit dem Code COLDBOX sichern. Anstatt von 17,90 Euro für 14,99 Euro mit einem Wert von 24 Euro. Und das finde ich ja cool. Dann sind da gekühlte Produkte drin. Die werde ich mir auch anschauen. Mega geil. Eine limitierte Auflage. Hier haben wir noch einen Flyer drin von der Toucan-Box, okay. Das ist eine Box mit Bastelbedarf für Kinder. Darüber wird sich mein Freund freuen. Ich mag sie nicht so gerne, aber er wird sie richtig geil finden. Und zwar sind hier Cinni-Minis drin. Crazy Crunch, cremige Zimtfüllung. Okay, neue Rezeptur mit 31% Vollkorn. Ich glaube, da wird er sich echt drüber freuen, denn ich glaube, der hat schon mal diese Cinni-Minis gegessen. Können wir probieren aber mal einen zusammen, oder? Das sieht auch witzig aus. Ich habe noch nie Cinni-Minis gegessen. Krass, oder? Riecht zimtig und dann hast du hier so Täschchen drin. Täschchen vor allem. Boah, sehr zimtig. Aber irgendwie lecker. Ich weiß nicht, ob ich die meinem Freund gebe oder ob ich die für mich behalte. Ich dachte immer, ich mag die nicht. Cool. Einfach mal eine ganze Packung Cinni-Minis. Sowas feiere ich schon wieder. Okay, dann haben wir hier etwas. Tommy Barbecue mit Brandy-Note. Das ist eine Grillsoße. Passt ja, ne? Wir haben jetzt ja gerade aktuell auch die Grillsaison. Eben war ich draußen mit Sammy am Schmusen tatsächlich und dann roch er die ganze Zeit in der Gegend rum und irgendwann kam der Geruch auch bei mir an. Unsere Nachbarn sind am Grillen. Läuft. Okay, das ist einfach eine Grillsoße. Genau, die lasse ich jetzt aber mal zu, weil wir haben noch eine offen. Finde ich cool. Perfekt für Burger und Steaks. Tommy, hier kommt der Genuss. Ping! Ich bin so ein Werbeopfer. Das ist echt furchtbar. Oh ja. Wow, es fritt ein Kau. Warum? Okay, das ist mit Erdbeer-Himbeer-Smoothie-Style. Mhm, ich liebe Fritt. Das sind wirklich... Oh, das ist so eine geile Box. Ich meine, das ist jetzt keine Box zum Abnehmen, Leute. Oder zum Kalorien oder Süßigkeiten reduzieren oder so. Das ist jetzt wirklich mal eine Snackbox, die ich ziemlich lecker finde. Und jetzt probiere ich mir mal so ein. Ich weiß nicht warum, aber ich stehe auf Fritt wie sonst was. Und wenn irgendwer bei mir auf dem Schreibtisch auf Arbeit zum Beispiel so eine Frittpackung hinstellt, kann man gar nicht so schnell gucken, wie die leer ist, ne? Hammermäßig. Ja, eigentlich wollte ich gleich kochen. Es gibt bei uns Nudeln mit Fisch. Und ich schlage mir mit Süßigkeiten erstmal vorher den Bauch voll, ne? Oh, ich bin erwachsen. Ich darf das. Ah, lecker. Mh. Und warum Smoothie-Style? Weiß ich nicht. Schmeckt dann wahrscheinlich einfach anders, aber lecker. Mh. Extra lang Erdbeer- und Himbeergeschmack. Extra lange Geschmack oder extra lange Viecher? Keine Ahnung. War auf jeden Fall super lecker. Da haben wir jetzt heute echt sehr bekannte Marken drin, aber hier habe ich jetzt eine Marke, die ich so noch nicht kannte. Mr. Brown Caramel Caramel Flavor Latte. Ein Coffee Drink. Und ja, das ist halt einfach ein kalter Kaffee Latte mit Karamellgeschmack. Wir haben es jetzt zwar 18:50 Uhr am Samstagabend, aber wir bleiben ja wahrscheinlich noch eine Weile wach. Also von daher kann ich den mal probieren. Ich weiß nicht, muss man den vorher schütteln? Mach ich mal, oder? Vorsichtshalber. Ich finde, das sieht immer so witzig aus, wenn man Dosen schüttelt, ne? Das sind immer so die kleinen Dinge im Leben, die einen einfach glücklich machen. Ich weiß auch nicht. Oh, vielleicht doch nicht die beste Idee meines heutigen Tages, die Dose zu schütteln. Ja, aber ist ja keine Kohlensäure drin. Kann man wohl machen. Jo, sieht einfach aus wie ein kalter Kaffeegetränk aus der Dose, beziehungsweise kannst du ja auch in Plastikgedönsen kriegen, ne? Prost. Ich persönlich präferiere ja eigentlich eher warmen Kaffee, aber der schmeckt jetzt ganz gut. Und zumal es gerade, Entschuldigung fürs Schlürfen, zumal es heute ziemlich warm draußen ist, also von daher passt das. Oh, dieser Karamellgeschmack, der kommt gerade echt gut raus. Und wie trinkst du, wenn du aus Dosen trinkst? Trinkst du einfach und dann
nimmst du in Kauf, dass du hier oben alles zuschlabberst. Ich mache das immer so, dass ich meine Zunge quasi hier unten drauf lege und dann trinke ich. Ich weiß nicht, wie ich das... Also ich lege den hin und dann nehme ich das halt im Mund und trinke. Schreib mir das gerne mal unten in die Kommentare. Da können wir uns gerne mal über unsere Dosentrinktechniken austauschen. Manchmal habe ich auch echt irgendwas ins Gehirn bekommen, was da nicht reingehört, ne? Aber der war lecker. So, dann haben wir hier eine heiße Tasse drin. Porridge Glück. Fertig in 3 Minuten. Kokos, Banane, Erdbeer. Einfach mit heißem Wasser aufgießen. Sowas ist perfekt für die Arbeit, weil wir haben nicht für jeden Tag was Warmes zu essen mit. Einen Tag mindestens, dass ich in der Woche nichts auf der Arbeit mit habe von zu Hause, sondern dass ich mir irgendwie entweder was vom Bäcker hole oder halt sowas mache. Finde ich gut. Ich esse Kokos tatsächlich auch ganz gerne und Bananen und Erdbeere ist ein Traum. Porridge mit dabei ist himmlisch, also richtig, richtig lecker. Und das wird dann auf der Arbeit gegessen. Perfekt. Ist ja auch schon so in so einem Pöttchen drin. Ich habe ein bisschen schnell getrunken. Und ja, finde ich cool. Das ist klasse, ne? Das ist praktisch. Sowas mag ich, ja. Ja, ständig. Ich habe auch eine große Packung Porridge bei mir stehen, wo ich mir immer wieder was mache und so. Echt, echt cool. So, dann haben wir hier noch etwas und zwar saurer Mix 5 Gums. 30 Mini-Dragees sind hier drin. Und das ist dann wahrscheinlich einfach frischen Atem, oder? Weiß ich nicht. Oh, guck mal. Anstatt von den Zini-Minis hätte man auch Lion und Nesquik irgendwas kriegen können. Hätte ich wahrscheinlich lieber die Lions gehabt. Glaube ich. Oder die Nesquik-Dinger, weil ich die auch noch nie hatte. Keine Ahnung. So, das hier sind... 5 Gum startet dieses Jahr 2020 mit einem neuen Kaugummi-Format, Mini-Dragees. Die zwei Varianten, fruchtig und sauer, bieten Abwechslung für die breite Zielgruppe. Mit 3 verschiedenen Geschmacksrichtungen pro Packung ist das neue 5 Gum ein besonderes Kauerlebnis zum individuellen Mixen. Ach, guck mal, dann hast du da verschiedene Geschmacksrichtungen drin und kannst dir die dann zusammen im Mund mixen, ne, damit du dann unterschiedliche Geschmackserlebnisse hast. Das ist auch cool. Das finde ich ja witzig. Und dann hast du hier den sauren Mix und kannst dir das dann entsprechend zusammen mixen. Dann hast du hier wahrscheinlich Limette, grüner Apfel und ich weiß nicht, was rot sein kann. Keine Ahnung. Muss ich mal ausprobieren. Cool. Das ist innovativ, Leute. Oh. Die darf ich nicht essen. Die gebe ich meinem Freund. Das ist von Dahlmanns, die Bio-Stroopwaffeln. Und da fällt mir gerade ein, ich war letztens beim Action und was habe ich nicht mitgenommen? Stroopwaffeln. Aber die habe ich da auch nirgendwo gesehen. Ich glaube, die hatten die zu dem Zeitpunkt gar nicht. Oh nein, das tut mir jetzt gerade voll leid für meinen Freund. Kriegt er die hier dann als Ausgleich, dann freut er sich. Okay, ja, Stroopwaffeln. Mega lecker, das sind so mit so einer... Karamellcreme gefüllte Honigwaffeln. Die sind halt super lecker. Ich kann eine kleine Ecke essen. Den Rest bekommt ihr. Ne? Aber ganz essen darf ich die nicht, weil der arme Mann. Genau, so schaut diese Stroopwaffel aus. Ich liebe Stroopwaffeln. Das kommt halt aus Holland und deswegen gibt es die ja auch zum Beispiel im Action, weil Action ist ja auch ein Hollandmarkt, also ein holländischer Markt. Ein holländischer Laden. Und bei uns, da wir in der Nähe der holländischen Grenze wohnen, hast du auf dem Markt, also auf dem Wochenmarkt, auch immer ein Holländer stehen. Also ein Stand, Holländer halt, ne? Die haben da auch riesen holländische Flaggen. Und die haben immer ganz viele geile Süßigkeiten und halt Stroopwaffeln. Und das ist so lecker. Ich habe auch schon mal bei einer Firma gearbeitet, die ihren Hauptsitz in Holland hatten. Und dementsprechend war ich dann öfters in Holland. Und immer wenn ich da war, bin ich dann in der Mittagspause schnell zum Laden da gefahren. Wie hieß der nochmal? Weiß ich gar nicht. Und habe mir da dann immer auf jeden Fall mein Auto vollgeladen mit irgendwelchen Süßigkeiten. Das ist so krass. Okay, ne? Und hier hast du halt diese Füllung. Die sieht man jetzt so in den Fäden. Das ist super lecker. Geilomat. Hier haben wir jetzt wieder ein Getränk drin. Und deswegen ist die Box wahrscheinlich auch mitunter so schwer, weil es ein großes Getränk ist. Und zwar von Granini. Himbeere, Maracuja, Apfel. Solche Säfte mag ich ja echt gerne. Das probieren wir. Ja, definitiv. Und das ist halt einfach eine ganze Flasche, ne? Ein Liter. Prost. Oh, lecker. Oh, das schmeckt echt erfrischend. Und auch nicht künstlich. Also die Himbeere schmeckst du ganz klar raus. Oh, aber da wird hauptsächlich Apfelsaft drin sein, weil das ja meistens das günstigste ist. Hast du nur 5% Maracuja-Saftkonzentrat und 3,5% Himbeermark. Aber trotzdem, es ist super lecker. Das schmeckt mir.
Das schmeckt mir gut. So, dann haben wir noch mehr hier drin. Oui, Blanchet Joli, Rosé de France, lieblich. Das, meine Lieben, ist ein Wein. Ein lieblicher Wein. Ein Roséwein. Ja, den werden wir bei uns haben. Aber wir trinken ja beide keinen Alkohol. Also von daher wird er einfach nur im Kühlschrank sein und auf Gäste warten. Zum Beispiel hatte ich jetzt letztens auch Gäste da. Die haben auch diverse Getränke bekommen, die ich auch schon in der Degusta-Box drin hatte. Und das ist immer ganz cool, ne? Dass man dann halt so eine kleine Auswahl hier auch hat. Genau. Und der ist zartbeerig. Hört sich lecker an. Ich mag ja eigentlich sowas voll gerne. Krombachers Fassbrause, sowas trinke ich. Cola und Orange. Das ist alkoholfrei und das finde ich toll. Und ich mag Krombachers Fassbrause und ich habe hier keinen Flaschenöffner. Blöd. Okay, interessant aber. Kriege ich das mit einer Schere auf? Manchmal, ich konnte das zu Bauzeiten hier, ne? Oder zu Renovierungszeiten. Aber ich glaube, die Schere ist zu weich dafür. Es gibt bestimmt Leute, die das auch voll cool mit so einem Pinsel aufmachen könnten. Aber dafür sind mir die Pinsel dann gerade einfach mal zu schade. Kann ich das hiermit aufmachen? Wenn man zu faul ist, um einfach zwei Meter nach da vorne zu gehen. Das ist so typisch. Okay, was habe ich jetzt aufgemacht? Noch nichts. Ich hole mir einen Flaschenöffner. Tja. Hat mein Freund mich gerade gefragt, was ich da in der Hand habe, ne? Das ist übrigens ein Flaschenöffner aus einem Adventskalender, den ich meinem Freund letztes Jahr geschenkt habe. So, die war schon fast auf. Okay, ja, Prost. Oh, das riecht gut. Das schmeckt super erfrischend. Aber irgendwie doch ein Stückchen zu süß, weil eigentlich, wenn du ja so eine Bierpulle in der Hand hast, hast du ja dieses Gefühl von, ich möchte dann doch irgendwie was Herbes auch irgendwie trinken, ne? Aber das ist nur so persönliche Präferenz von mir. Das ist per se lecker, definitiv. Aber passt für mich nicht zu diesem Vibe von Fassbrause, was es normalerweise für mich hat. So ist es dann wahrscheinlich einfach nur eine etwas teurere Cola, um das mal ganz salopp zu sagen. Aber gut, ja. Das war die Degusta-Box von Juli und sie hat mir gut gefallen. Wie ihr gemerkt habt, ich mag im Prinzip alles, was ich jetzt da in den Händen gehalten habe, bis auf den Wein. Aber das ist halt eine persönliche Präferenz. Ansonsten waren da halt richtig gute Produkte bei. Ich habe jetzt hier nochmal auf die Produktkarte geschielt. Ja, ich bin durchaus zufrieden mit der Box. Es hat mir gut gefallen. Es war eine schöne Ausgewogenheit zwischen Essen und Trinken. Das Einzige, was jetzt quasi so ein bisschen gefehlt hat, sind diese Grundnahrungsmittel. Aber die brauchen jetzt ja auch nicht in jede Degusta-Box ein Brot reinpacken oder sowas. Ich persönlich bin super gespannt, was diese Cool Edition auch bringt. Also da bin ich jetzt schon so ein bisschen gehypt, muss ich gestehen. Im Herbst, ja, weiß ich nicht, ne? Herbst ist ja schon bald. September. Wir sind im Hochsommer, Claudia. Gerade mal hier Mitte Juli und du redest schon von Herbst. Ja, ich hoffe nicht, dass der Herbst so schnell kommt, aber trotzdem jahreszeitentechnisch. Ich laber. Okay, mir hat die Box gefallen und ich hoffe, sie hat dir auch gefallen, beziehungsweise das Video darüber, was ich hier gerade gedreht habe. Und wenn es dir gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings, meine Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich da echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!